herzlich willkommen zurück zu Factorio. Auch von mir aus, dem ja, Manti im Nebel. Dem Manti im Nebel und dem Drake im Dunkeln. Hey, ich finde, das hört sich... Der Manti im Nebel und der Drake im Dunkeln. Ich finde, das hört sich so nach zusammenpassend an irgendwie. Das hört sich so nach zusammenpassend an. Ach, Schnauze, ja, Wortfindungsstörung. Ich habe doch vorher erwähnt, dass ich, man muss sagen, die letzten... diese plus die letzten drei Folgen sind eine Spielsession zusammen. Deswegen habe ich vor drei Folgen erwähnt, dass ich kein Bier habe und damit funktioniert mein Gehirn nicht sauber und das hat sich an diesem Umstand hat sich nichts geändert. Ich habe immer noch kein Bier. Und ich bin nicht auf Hawaii. Dieser eine Roboter hat gerade völlig energisch angefangen, einfach die Holzdinger auszuladen, um dann von mir abgebaut zu werden, nach dem Motto zu spät. Danke für deinen Enthusiasmus, aber kannst nein, du gleich danke. Wieder aufhören. Genau. Danke, aber nein, danke. Danke. Thanks, but no thanks. Ach, ich habe auf einmal wieder genug Stahl. Ich muss so eine 800 mehr Stahlfabriken bauen. Nur? Jetzt kann ich auch endlich hier unten wieder diesen einen Roboter einbauen, der hier den Stahl runterzieht. Der energische, den du gerade abgebaut hast? Nee, ein anderer. Ich habe einen gelben abgebaut. Jetzt geht's hier aber um blaue. Das hätte ich natürlich schmecken sollen. Wie hast du das nicht? Du musst das doch schmecken. Nee. Bin ich vertraglich nicht dazu verpflichtet. Würde ich mal ganz knallhart sagen. Okay, wir haben ja ein Problem. Ich habe nicht genug Fluggestelle. Dann tu was dagegen. Das ist aber gar nicht so einfach, dagegen noch was zu tun. Also hier und hier kommen alle benötigten Materialien an. Ich habe echt keine Ahnung. Irgendwie ist es... Ich bin etwas leicht irritiert... Ob der Tatsache, dass mein Mikrofon hier vor mir hängt und ich irgendwie nie so ganz weiß, ob ich zu nah oder zu weit weg bin. Schon alleine deswegen, weil dieser Popschutz, ja, ich mag das Wort, da irgendwie schräg davor hängt. Ich verstehe das nicht, aber ich denke, ich bin gut genug hörbar, weil das... Jetzt wird hier langsam das Kupfer knapp. Der Kupfer, das Knupfer. Das, nicht das Knupfer. Knupfer, Knupfer, Knäuschen. Ja. Der knabbert an meinem Knupfer. Kannst du nicht einfach am fremden Knupfer knabbern? Ja, du knaddelst auch am Knies, also von daher... Regelmäßig. Würde ich jetzt jemanden, der am Kupfer knupfert, oder was war das für ein Wort gerade, was du gerade erfunden hattest? Keine Ahnung. Ich würde dem keinen Vorwurf machen. Also jemanden, der am Knies knaddelt, der... Der muss andere auch am Knupfer knupfern lassen. Genau. Am Kupfer knupfern. So, jetzt führen wir das Kupfer hier mal im Kreis, quasi wie in einem Rondell. In der Hoffnung, dass das hier zum erwünschten Ron nicht Bohr, bitte. Effekt führt. Hä? Ron nicht Bohr. Naja, genau. Obwohl vielleicht auch in einem Bordell gewisse Dinge am Rondell. Okay. Oder zumindest im Kreis laufen. Mhm. Der Kreislauf wird zumindest irgendwie bestrapaziert. Auf die ein oder andere Art und Weise. Reden wir nicht mehr darüber. Verlieren wir bitte darüber kein Wort. Breiten wir den Mantel des Schweigens. Ich brauche 40 Prozessoreinheiten und ein Alien-Artefakt. Okay. Beschränken wir uns dann vielleicht doch erstmal auf 5 Prozessoreinheiten. Ach, das sind die großen Prozessoren, diese ganz erweiterten blauen? Die blauen, ja. Freude. Magst du dafür eine Produktionskette aufbauen? Lass mich erstmal hier den Strom zukunftssicher gestalten. Wir sind jetzt, wir krebsen jetzt kurz vor Maximum rum. Okay. Also ich habe es jetzt geschafft, ohne die Energieparks an sich massiv aufzubohren, die Leistung wieder auf Maximalkapazität hochzuziehen. Allerdings Ich würde sagen, die Bauroboter haben tatsächlich einen Bug, weil die echt nur dahin zurückfliegen, wo sie herkommen. Hm. Dabei wäre es deutlich intelligenter, die Storage Chests hier oben zu nutzen, die ich ihnen ja extra hingebaut habe. Uhu. Ich verstehe, die alleinselig machende Weisheit des Drake.
Also im Logistiknetzwerk befinden sich aktuell 683 rote Schaltkreise, 794 Motoren, 1600 Holz und 4300 grüne Schaltkreise. Was brauche ich für die Prozessoreinheiten? Grüne Schaltkreise, erweiterte Schaltkreise und Schwefelsäure. Möglich. Das heißt, könnte das das erste sein, was man im ganz kleinen Stil vielleicht... Nein. Lass mich so ausdrücken. Nein. Mit Logistikrobotern fliegen lassen könnte. Wo kriege ich denn am ehesten noch Schwefelsäure rein? Hier unten habe ich Schwefelsäure, bis die Leitung platzt. Das ist doch schon mal gut. Also nein, wenn die Leitung platzt mit Schwefelsäure. Gut, wenn die Leitung platzt, genau. Ich möchte mir das verbitten. Wir halten fest, es ist nicht gut, wenn Leitungen mit Schwefelsäure platzen. Don't try this at home. We are trained professionals. Not. Not. Was ist mit GDI? Ja, ich wollte auch gerade irgendwie so einen blöden Brotherhood of Nordwitz bringen. Willkommen in Meinfackhausen. Willkommen in the Brotherhood of Bad Jokes. Ja, genau. Genau wie die Bruderschaft des Atoms, ja. Na, die auch, Mister, Super Fanboy. Wie hieß denn das andere? Die Bruderschaft des Stahls? Nein. Die Stählerne Bruderschaft, genau. Ja, richtig, die gab's auch noch. Auch wieder Fallout. Ja, ich habe aktuell nichts anderes im Kopf als Fallout. Aus irgendwelchen Gründen sehr wenig Zeit. Ja, ich habe heute erst 8 Folgen aufgenommen. Ich werde nachher nochmal eine nehmen. Erst? Ja, am ersten Tag 19, am zweiten und 9, am dritten auch noch 9. Man muss dazu sagen, am ersten Tag sind quasi 2 Tage und ich hatte den Montag auch noch Zeit. Da der eigentlich geplante Winterreifenwechsel bereits am Samstag stattfand, war dann irgendwie Zeit da. Und die hast du zufälligerweise genutzt, nennen wir es jetzt mal so. Nein, nicht mit Fallout spielen, weil ab 14 Uhr durften nur die Special Boys spielen. Achso, ja. Der Pöbel erst ab 39 Uhr, nein, 23 Uhr 59. 39 Uhr? Ja, ja, ich habe einen Atomwecker, ich darf das. Ja, ja, du hast einen Atomschlag vielleicht im Kopf. Ich sag nur zweite Folge. Worauf wollte ich hinaus? Weiß ich nicht. Wer soll ich denn das wissen? Ja, genau. Hatte aber eben dann die restliche Zeit mit Schlafen verbracht und bin ja irgendwie um 5 Uhr aufgestanden. Also nicht abends, morgens. Ja, ja. Um mehr oder weniger sinnvoll. Mag im Auge des Betrachters liegen. Ja. Halt noch ein bisschen Fallout vorzuproduzieren. Ich kann dich mal kurz in deine Pumpgun hier brauchen. Such dir deine eigene Knarre, ich bin gerade übelst schwer beschäftigt, ey. Alter. Du brauchst eh nachher eine eigene Knarre, weil wir in Zukunft oder zeitnah auch ein bisschen battlen gehen wollen. Also nicht betteln, sondern battlen. Es ist nicht so, dass ich keine Knifte hätte, sondern meine funktioniert halt bloß einfach damit nicht. Ich brauch, passive Anbieterkisten. Logistikkisten. Ah, ich muss tatsächlich jetzt warten, bis das Logistiksystem fertig ist. Wow. Ja, sorry, normalerweise mute ich dann ja, das Mikrofon. Ja, sorry, kein Bock auf deine Story, so schaut's aus. Der kam ein little bit unerwartet. Übrigens, die Ampeln in Factorio sind rot-blau-grün. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nein, für den, der irgendwie farbenblind ist, ist blau und grün nicht so geil. Das ist insofern korrekt. Denke ich. Denkte er. Oh fuck, wir wollten ja auch noch die Schienen automatisieren. Hauptsächlich Stahl, Eisenstangen und Schienensteine. Und die Strommasten wollten wir automatisieren. Und die Solarzellen wollten wir automatisieren. Ja. Also eigentlich atomisieren? Nein, wir wollten die Solarzellen nicht atomisieren. Die wollten wir automatisieren. Da haben wir festgestellt, dass wir unten aber noch Zeug machen mussten, als wir feststellten, dass wir keinen Strom hatten. Als ich feststellte, dass ich keinen Stahl hatte. Ja, und genau das ist die Welt von Factorio. Das ist auch die Welt von Fallout. Ich wollte seit 30 Folgen nach Diamond City. Ich bin aber jetzt dann auch endlich da. Egal. Hat ja nur ein halbes Jahr gedauert. Ja. Wenn du so ein Geräusch machst, dann fühle ich mich erinnert an nicht Timmy Jimmy aus South Park. Ist ja nicht Timmy? Nee,
Timmy? Ah, nee, der hieß nee, doch Timmy. Timmy ist Timmy. Und der andere ist Jimmy. Jimmy ist dann so derjenige, der Krüppel. Der auch selber, möchte das jetzt nicht irgendwie als herablassendes Wort benutzen, per se, sondern der bezeichnet sich ja, glaube ich, dann selber sogar irgendwo zwischenzeitlich so. Du einfach im Kontext von South Park bleiben, das ist alles erlaubt. Ja, richtig. Also wenn man über South Park redet, dann muss man davon ausgehen, dass es Leute gibt, die Wörter benutzen, die so Political Correctness-mäßig völlig daneben sind. Political was? Political was? Das ist wie ein Schnüffelstück. Schnüffelstück. Dieser Werner, ey. Dieser Werner. Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, mir hier ein Schnüffelstück zu setzen, weil ich damit ständig Probleme habe mit den Heizungsdingern, aber ich mache das noch einfach manuell. Gehst mit der Nase hin und ziehst einmal ordentlich dran, oder wie? Das ist ein Schnüffelstück erledigt. Oh. Ich brauche schon eine Nasenspülung, wenn er gutes altes Heizungswasser hat. Ja. Schon achtmal durch den Kreislauf gelaufen ist. Und dann läuft's auch durch deinen. Ich finde interessant, dass wir immer noch 601 Aufträge haben, obwohl ständig irgendwie Holz durch die Kante geflogen wird. Was machen diese Bauroboter? Durch die Kante? Ja, ich stehe jetzt hier übrigens rum und warte, bis die blöde Forschung fertig ist. Hab ja aber alles. Kannst du hier nicht die Forschung einfach so dissen? Entschuldigung, aber das geht ja mal gar nicht. Geht das mal gar nicht? Wo wären wir denn bitte heute ohne die Forschung? Hm? Wir würden immer noch hier handbefeuert komische Dinge tun. Das ist insofern richtig, aber wo wären wir heute ohne das Mittelalter? Ungefähr schon 200 weiter oder so. Das ist auch wieder richtig. So, jetzt haben wir das noch erforscht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wasser ist da, Temperatur ist 15 Grad, bringt uns nicht viel. Angenehm, 15 Grad. Für dich vielleicht angenehm, sprach der Mann, der bei 30 Grad noch mit der Jacke rumläuft. Anforderungskiste und aktive Anbieterkiste heißt vermutlich, dass die alles rausschmeißt, was sie kriegen kann. Achso, stellt seinen Inhalt, Lagerkisten, Nachfragekisten, Baurobotern und dem Spieler zur Verfügung. Stellt seinen Inhalt, Inhalt, Nachfragekisten, Baurobotern. Achso, die Passiven machen es auch auf Nachfrage. Ah, bei den Passiven fehlen einfach die Lagerkisten. Ah, jetzt weiß ich auch, warum der hier nicht genügend Saft liefert. Oder beziehungsweise, warum die hier nicht wirklich was machen. Die sind nicht verbunden. Und jetzt dürft ihr all euren Strom in die Leitung ergießen. Rot und grün. Grün? Nein, nicht gleich mal 200. 100 tun es auch. Okay, also wir haben jetzt ungefähre Leistung von 40 Megawatt. Rot. Sollte jetzt noch ein bisschen reichen. Wir brauchen mehr Akkus. Also zu Info. Also falls du an diesem Problem dran sitzt, mach inne. Mehr Akkus? Ja, mehr Akkus. Meinst du jetzt Batterien oder Akkus? Akkus. Akkus. Verstehst du? Ja, dadurch, dass der Solarpark noch nicht so richtig läuft, dass es da unten... Richtig läuft. Den da unten habe ich nur gebaut, um diesen Blueprint zu haben. Und ich muss die ganzen Kram erst automatisieren, bevor ich ja großflächig mit Solarzellen anfange. Bloß dafür brauche ich mehr Rohstoffe. Die ich einfach aktuell nicht mehr irgendwo hersaugen kann. So, eigentlich sollten jetzt hier Logistikroboter unterwegs sein. Oder auch nicht. Also hier sind welche unterwegs. Das ist doch da, eine Anforderungskiste. Ich habe doch angefordert. So forderte er an, wie der Herrgott ihn das Anfordern gelehrt hat. Puh. Gut, damit habe ich jetzt... Ach, was ein Energiepark, ey. Bin schon fast ein bisschen stolz. Ach so, oh, ich bin natürlich ein Eumel. Ein Eumel? Ein Eumel oder ein Grottenolm? Damit es dann auch funktioniert, sollte ich vermutlich... Strom dranhängen? Nein, an die Stelle, wo ich großflächig Anforderungen verlange, auch einen Roboter-Hangar verknüpft haben. Hat sich als von Vorteil erwiesen? Hat sich als einzig technische Möglichkeit erwiesen. Ja, die sind nämlich nur im grünen Bereich und damit nur im Lieferbereich. Unser Petroleum ist voll. Sehr gut. Are you kidding me? Lag uns mal ein paar Tanks, damit wir ein bisschen was auf Reserve haben. Ja, ja, schon, aber es ist halt irgendwie ein bisschen weird. Schweröl auf der anderen Seite ist eher am Abnehmen. Das sind jetzt nur ein paar hundert Einheiten Schweröl, die ich jetzt abbaue. Ist doch ja tatsächlich. Ein bisschen Klumpenweg. Weg, 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 weg. Jelumbe?
Hier, Lumbe, so sieht's aus. Das passt dahin. Jetzt bringe ich den Modus Faulheit. Mach das einfach mal so. Und da noch einen Strommast hin. Ich habe irgendwie immer zu wenig Strommasten. Ich glaube, ich baue jetzt dann gleich echt mal irgendwie eine Produktion für Strommasten. Aber vermutlich nicht mehr diese Folge und nächste habe ich es vergessen. Okay, haben wir das ja geklärt. Gut, dass wir drüber geredet haben. Gut, dass ich es wenigstens versucht habe. Hier hin. Oh ja, die Petroleumtanks fühlen sich jetzt richtig schnell. Die fühlen sich richtig schnell. Die fühlen sich, ja. Da kommt richtig gut was an Petroleum her. Richtig mit Druck und so. Mhm. Also ich habe jetzt schon im letzten der Tanks, also pro Tank mindestens 200. Im vordersten, der schon ein bisschen länger pumpt, der hat schon fast 1000 Einheiten Petroleum drin. Ist gut so, weil sonst, wir hatten ja riesige Probleme mit unseren Produktionen, was Kunststoff und Zeug anging. Ah, jetzt geht's los, jetzt wird umgelagert. Jetzt schaue ich mal schnell, was das Leichtöl zu der ganzen Geschichte sagt. Was sagen Sie als Leichtöl dazu? Leichtöl ist ja, relativ stabil, würde ich sagen. Was braucht er eigentlich so zum Herstellen? Reichlich von den Grünen. Eine Prozessoreinheit, yay. Die roten Schaltkreise werden niemals reichen. Das sind die blauen, ja. Aber die roten Schaltkreisproduzenten werden niemals reichen, um das auch noch abdecken zu können. Haben wir diese Lagertanks, die machen so ein lustiges Plätschergeräusch, wenn man daneben steht. Und damit habe ich ein Problem, weil die jetzt hier unten die ganzen roten Schaltkreise vermutlich einfach rausziehen werden. Was machen sie damit? Also ich hätte jetzt normalerweise gesagt, ich baue hier noch mehr Chemiefabriken hin, die Kunststoff herstellen. Aber die drei, die wir hier haben, und ich glaube, das ist das Einzige, was wir an Produktion für Kunststoffstangen haben, reicht irgendwie für alles, was wir an Kunststoff benötigen. Es kommen ja einfach nicht genug Kupferkabel an. Die haben auch vielleicht irgendwas am Kupferkabelverhältnis geändert, weil irgendwie... Hast du ein Verhältnis mit Kupferkabeln? Reicht dir alles hinten und vorne nicht mehr auf einmal. Selbst die billigen Kupferkabel bringst nicht mehr zusammen hier. Aber an keiner Stelle, also an allen Stellen reichen irgendwie die Kupferkabel nicht mehr. Jetzt reichen dann natürlich die Stahlplatten nicht, die Kupferplatten auch nicht mehr. Kuckuckuckuck, brauche ich mal noch so einen Schmelzofen. Einen Schmelzofen? Wenn er darauf jetzt auch noch eine Antwort erwartet, ist das selber schon. So, hier kommt's noch. Erwartungshaltungen hier. Ja. Als nächstes erwarte ich Niveau. Ah! Ja, eben. Jetzt. Es ist echt unglaublich. Drei Kunststofffabriken produzieren alles, was wir irgendwie an Kunststoff brauchen und sind damit noch total unterfordert. So. Don't get it. Kupferkabel sollten jetzt eigentlich wieder genug kommen. Ja, jetzt stehen sie ja erstmal, das ist sehr gut. Weil dadurch, dass nämlich nicht genug Kupferkabel. Der Bolzen steht kommt, schon an. Ja, ich habe halt echt das Problem, dadurch, dass hier nicht genug Kupferkabel rauskommen aus dem Lager. Ich schaue jetzt mal, falls es jemanden geben sollte, der diese Let's Plays löblicherweise nur bei mir sieht. Eigentlich fast alle, die ich aktuell kenne. Ja, weil bei mir meistens der Sound besser ist. Ja, weil sie alles andere bei dir angucken, deswegen. Eben, das ist der Irrsinn. Weil du halt, ja, genau. Mach mir meinen einzigen Moment des Triumphs hier zunichte, versteh schon. Würde ich niemals tun. Ich würde es vielleicht versuchen, aber... Hat das einen Grund, warum bei dir eigentlich keine von den Motoren mehr hier ankommen? Ach so, weil die so kack langsam sind. Ja, die sind halt einfach nur... scheiße kack langsam. Just as I said. Ich brauche noch mehr Kupferkabel hier unten allerdings. Das ist doch echt ein Krampf.
Mit dem Stahl reicht's jetzt. Ist das hier so mein Krampf und so? Oh, jetzt bewegen wir uns hier in gefährlichen Gebieten. Ich weiß. Vor allem, weil das copyrighted ist. Muss man auch noch dazu sagen. Der bayerische Staat hat da ein Copyright drauf. Ich glaube, das läuft aber dieses oder nächstes Jahr. Irgendwann die paar Monate oder so läuft das aus. Ich bin gespannt, ob die das verlängern. Was er so an nutzlosen Infos besitzt. Ja, irgendwas muss beim Gehirn auch gespeichert sein. Das ist eine Lüge. Wieso? Das ist eine Annahme, die so nicht immer zutreffend ein, ist. Ein schwerer Kopf schüttelt sich schwerer. Aha. Also ein voller Kopf, sagen wir so rum. Ein fauler Kopf, ja. Ein Wasserkopf. Der plätschert dann vielleicht auch noch dabei. Das macht so Geräusche dabei. Wie wenn man eine überreife Wassermelone schütteln würde. Aber genug von mir, wie geht's dir? Vor allem genug nutzlose Infos. Ja, absolut. Okay, der arbeitet jetzt hier nicht dauerhaft durch, das war natürlich so nicht informiert. Ich habe gerade gemerkt, dass wir hier in letzter Zeit etwas nachlässig mit der Produktion oder mit dem Aufstellen von Lichtern waren. Wir sind immer nachlässig mit der Aufstellung von Lichtern. Eigentlich nicht, am Anfang waren wir es nicht. Am Anfang war bei uns alles schön ausgeleuchtet. Am Anfang hat man alles, gute Vorsätze, Geld. Damals war alles besser. Wow, da bringt er ihn. Nee, bring ich nicht, weil ich bin einfach der totalen gegenteiligen Meinung. Aber egal. So, jetzt wird hier noch mehr Kupferkabel reingefüttert. Irgendwann muss es doch mal reichen. Ich schaue jetzt bloß gerade einfach mal durch, ob überall genügend sämtlicher Rohölprodukte. Ja, sag's, komm. Was? Sämtlicher Rohölprodukte? Ja, richtig. Rohölprodukte ankommen. Also wir haben hier genügend Schwefelsäure. Wir haben hier genügend Rohöl an sich. Wir haben eigentlich... Es sind halt immer noch nicht genügend Kupferkabel. Ich habe meine Kupferkabelproduktion gerade verdoppelt und sie reicht nicht. Was haben die getan? Nicht gereicht? Nein, ich meine, was haben die mit dem Spiel getan? Ich weiß es nicht. Sind weiterentwickelt? Ja, ob das unbedingt eine Weiterentwicklung ist, wenn ich jetzt auf einmal 800 mal so viele... Irgendwo kommt, ist hier eine Wasserleitung gekappt. Ach, jetzt weiß ich, wo diese blöde Wasserpumpe herkam. Die hat doch nicht einfach idle irgendwie nichts getan, sondern die hat tatsächlich was getan. Die war tatsächlich sinnvoll. Wäre sinnvoll gewesen, ja. Ja, aber jetzt, Jetzt tun nämlich auch unsere Chemiefabriken mit der Schwefelproduktion wieder was. Ah, jetzt staut sich ja auch ein bisschen, okay. Schwefelsäure. Obwohl, wir hatten noch so viel Schwefelsäure, wir hatten noch genügend Lagertanks, dass die Batterieproduzenten hier noch, auf Stunden, schätze ich, ausgekommen wären, ohne weiteren Nachschub. Ich höre im Hintergrund meinen Kater schreien. Geliebter Lieblingskater. Das sieht auch gut aus. So, und dann... Achso, Alien-Artefakte, okay. Ich versuche gerade mal wieder mein Zeug hier ein bisschen an den Mann zu bringen, zu verteilen. Wie schaut's mit dem Petroleum aus? Petroleum? 1000. Uiuiui, das könnte eng werden. So. Da brauche ich auf jeden Fall 1, 2. Haben wir noch irgendwas, was wir dann irgendwann später sinnvoll in Petroleum umwandeln können? 100%. Abgesehen von einer riesigen Produktion für rote Schaltkreise. Ja, das war ja einer der Gründe, warum wir diese Tree Farm Mod drin hatten. Weil? Du dann Kunststoff aus dem ganzen Zeug herstellen konntest, was die Tree Farm Mod produziert hat, und dann hätte man das Petroleum dafür übrig gehabt. Naja, aber wir brauchen so viel Petroleum gar nicht. Du kannst, hast du nicht gerade gedacht, wir brauchen mehr Petroleum? Nee, die Frage war, haben wir nicht noch irgendwas, womit wir Petroleum verheizen können? Du kannst mehr Kupferstangen, also du könntest zum Beispiel tatsächlich... Kupferdinger. Kunststoffstangen. Jedes Mal.
Du könntest theoretisch eine komplette Produktion nochmal für rote Schaltkreise aufziehen, die das du. Das werde ich wahrscheinlich als nächstes machen. Die werden in der Anbieterkiste und dann. Genau. Und dann sind wir da auch schon happy. Don't worry. Oder ein vielleicht doch? Ach, das ist ein bisschen ein Schweröl, was ich hier jetzt abbaue. Das braucht keine Sau. 100 Prozessor. Ach, und 30. Mh. 108 und 30. Ist das eine neue Einheit oder wie? Ja, genau. Kennst du die doch nicht? Ja, wie nee, haben sie davon? Ich habe 108. Und dann sagt, ach, 100. Genau. Das wird. Ich liebe diesen Kater, aber er ist einfach manchmal so nervtötend. Ich weiß nicht, hört man ihn im Hintergrund? Ich höre jetzt nichts. Okay. Was ja nichts heißt. Diese Riesenmengen Petroleum. Wir haben jetzt hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Tanks für Petroleum. Und da passt jeweils 1000 rein und es füllt sich. Relativ fix. 20. Und demzufolge 40 davon. Dagegen also, fällt das, das Schweröl hält sich nicht ganz gleichmäßig. Also Schweröl könnten wir sogar noch ein bisschen mehr produzieren. Leichtöl bleibt konstant. Okay, hierfür bräuchte ich 4 von diesen blöden Geschwindigkeitsmodulen, aber das will ich eigentlich auch gar nicht. Nötigenfalls kann ich hier hinten noch ein bisschen was abbauen wieder. Kommt mal wieder besser durch. Okay. Eine Fabrik weniger. Ich sehe übrigens, wir sind bei 26 Minuten. Oh, shit. Ja, dann würde ich sagen. Es ist eh etwas still geworden gerade, von daher. Okay, dann würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.